Oh, AT-STs. Ich habe das Geräusch gehört und dachte, das sind AT-ATs. Ah, das sind nur kleine Spinner, die das können. Zack. Um mein Geschäft kümmern. Du machst die mal kaputt. Ihr wollt etwas? Sollte sich eventuell tarnen auf dem Weg dahin. Ich hätte das fast vergessen. Oh ja, ein wenig Tarnung. Ranker schicken wir zum Heilen zurück. Was? In der Zwischenzeit baue ich hier auch mal so einen Sensor, der den Kriegsnebel durchdringt. Dafür habe ich nämlich teilweise gerade hingeschickt. Welche niederen Lebewesen soll ich entsorgen? Mal gucken, ob der was werde bringt. Gleich da sein. Bin gespannt. Konstruktion abgeschlossen. Nicht wirklich. Nettes Gimmick, mir in den Weg. Schon unterwegs. Ich glaube, ich verschwinde mal kurz. So. Zurück zum Anfang. Vergeudet nicht meine Zeit. Meine Geduld hat Grenzen. Ein Rancor. Knuddel geht in die Offensive. Fragt euch, warum ich mit dem Rest nicht spiele. Ich bewahre mir immer meine Ressourcen. Ich bin so einer. Ich bewahre mir gerne meine Ressourcen bis zum Schluss. Die Festung des imperialen Gouverneurs. Seine Leiche wird dem Imperator hoffentlich etwas klar machen. Tatsache, dass die dunkle Seite der Macht gegen seine Armee eingesetzt wurde, sollte es dem Imperator ratsam erscheinen lassen, Datumir zu verlassen. Einer mit dir, Knuddel. So, ich bin mal gespannt, ob Yurai gegen so eine Garde eine Chance hat. Weil die sind echt elitär. Die sind richtig gut. Besten Standard-Nahkampfeinheit, die man hat. Beim Imperium. Oder halt, wenn der Imperator on Tournee ist. Bin schon unterwegs. Oh, da kommen ja die ganze Zeit Spinner raus. Ich werde mich darum kümmern. Ja, macht das mal lieber. Was wollt ihr? Ja, wird erledigt. Zack. Ich werde mich dorthin begeben. Ende Gelände, Jungs. Das dürfte mir Spaß machen. Wie viele der davon hat? Wenn es nötig ist. Bin unterwegs. Nix wie weg mit dir. Die werden mich nicht mal kommen sehen. Ja. Habt ihr schon einen Plan?
Ich bin hier. So, ich stürme jetzt auf die Festung. In Ordnung. Geht klar. Wo geht das hin, Sir? Mir egal. Sofort. Da geht's hin, Jungs. Melde mich. Zielkoordinaten eingegeben. Wie kann ich... Das waren Fehler, Jungs. Wo ist mein Opfer? Ich bin bereit. Selbstverständlich. Ich warte. So. Zweite Runde. Siri, dein Ranko würde ich gern dabei haben. Zeit zum Spielen. Der führt nämlich die ganze Spinne an. Das erste Freiheitskodex des Konsortiums, angeführt vom botanischen Zivilisten. Wookies und Rebellensoldaten. Rebellensoldaten? Was wollen wir mit Rebellensoldaten, mal ganz im Ernst? Angriff! Bam, bada, bam! Er führt sie in die Weiten. Ich muss da irgendwas umstellen bei Fraps. Das geht so nicht. Du meinst, mich zu dissen sei gut für deine Promo? Ha, du läufst doch schon weg. Kaum siehst du mein Logo. Okay, wer kann das entziffern, von wem das ist? Wer das kann, der hat einen guten Geschmack. Die sehen aus wie die Lemminge. Rennen einem Raptor, würde ich schon sagen, einem Ranko hinterher. Wir werden kämpfen, wenn es sein muss. Wo werde ich gebraucht? Wird erledigt. Bereit? Wird erledigt. Jawohl. Für die Allianz. Melde mich wie befohlen. Wenn der Rank off fällt auch die offensive Aktion. Roger, bestätigt. Truppen vorrücken. Alles angreifen. Männer. Diesmal schaffen wir es. Was macht der Rank, oder? Achso, okay. Schon sagen. La 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 la, hey hey hey, goodbye. Goodbye, my lover. Goodbye, my friends. James Blunt. Wartet bitte! Ich mag den nicht. Leben bin ich euch mehr wert. Eure Botschaft verbreitet sich durch mein Lösegeld. Man wird eure Forderungen erfüllen. Meine Botschaft wird gesendet mit eurem Blut. Na bitte, für euch ist doch alles gut gegangen. Jetzt ist es an der Zeit, euren Teil der Abmachung zu erfüllen. Ich werde die Geheimnisse des Artefakts entschlüsseln. Das ist ein Fehler, Tyler. Sie wird euch verraten, sobald sie hat, was sie will. Das Risiko müssen wir eingehen. Sie kann auf das Artefakt zugreifen und seine Geheimnisse entschlüsseln. Sobald ich meine Pläne verwirklicht habe, habt ihr das Vergnügen, sie umzubringen. Wir haben gesiegt.
Tiber, da ist eine Mitteilung für euch auf eurem privaten Kanal. Thrawn! Unmöglich. Wie habt ihr mich gefunden? Mir war natürlich klar, dass ihr euch Jabbas Kommunikationsknoten auf Saloy Kami geschnappt habt. Ihn anzuzapfen, um euch zu erreichen, war ein Kinderspiel. Dass ihr mich aufgespürt habt, hätte mich eigentlich nicht überraschen dürfen. Ihr habt beim Imperium Karriere gemacht, wie ich sehe. Bei der Art, wie das Imperium mit Nichtmenschen umgeht, hätte es mich nicht gewundert, wenn ihr irgendwo ein Schiff der Müllabfuhr kommandiert. Meine Fähigkeiten genügen voll und ganz, um die Toleranz des Imperators zu wecken. Es ist Ironie, dass ausgerechnet ihr einer der vielversprechendsten Studenten der Akademie wart. Jetzt seid ihr ein Geächteter. Und verrückt genug, euren Weg zu suchen und zu schmieren, indem ihr imperialen Besitz angreift. Ich habe dem Imperium nichts genommen, was es nicht ohnehin an die Rebellen verloren hätte. Kommt mir nicht zu nahe. Ihr würdet nicht mögen, was ich euch dann beweisen müsste. Eine plumpe Drohung, Tiber, und eine Lehre noch dazu. In eurem kleinen Kreis von Banditen mögt ihr ja der König sein. Aber ihr werdet bald eine Antwort erhalten, die euer Verständnis übersteigt. Betrachtet diese Warnung als Aufmerksamkeit eines alten Freundes. Euer zerbröckelndes Imperium und seine alternden Admirale werden mit dem Zan-Konsortium diesmal ihre liebe Mühe und Not haben, Thrawn. Ein taktisches Genie wie ihr hätte das eigentlich voraussehen müssen. Ich sehe nur einen schmierigen Kleinkriminellen, dessen letztes Stündchen schlägt, sobald er aus dem Dreck steigt und die Aufmerksamkeit des Imperiums erregt. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. System erobert. Wird gebaut. War so klar, dass der Nalhutta jetzt angreift. Nach dem Spruch. Was kommt denn da? Ein Sternzerstörer. Uiuiuiuiui. Da muss ich aber Angst haben. Oder ist es Thrawn persönlich? Da muss ich Angst haben. Da reicht ein Schiff. Der ist ziemlich übel mit seiner Fähigkeit, die er besitzt.